Moin Moin aus Madeira, Koi der Finnische mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich mal eine abwechslungsreiche Challenge am Start. Nämlich machen wir heute eine Eckball-Challenge, nämlich Barcelona gegen Juventus. Die spielen ja in der Champions League am Dienstag. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, dass wir ja Cuadrado, Rule Breaker gegen Messi machen als Eckball-Schützen. Und mit dabei habe ich Uncle Frederick. Gang Gang YouTube, what's breaking? Auf jeden Fall eine mega geile Idee. Und ja, Eckbälle, ihr wisst, mehr Glück als Verstand. Deswegen immer lustig, sowas. Eckbälle sind immer lustig. Und ja, eben, also Barcelona hat ja 2-0 gegen Juventus gewonnen im Hinspiel. Das heißt, wenn Juventus Erster sein möchte, dann müssen die auf jeden Fall ja mit einem Tor mehr gewinnen. Also wegen dem direkten Vergleich natürlich, ist ja klar. Und was glaubst du, wer macht es? Barca oder Juventus? Boah, wo spielen die? Spielen die in Barca diesmal? Ja, genau. Heute macht das Barca safe. Okay, mal schauen, wer es hier macht, ob es hier Cuadrado macht oder Messi. Wie viele Likes, by the way, für diese Fresh Eggball Challenge mit der Kombination mit Barca, Juve, wie ist das? Was denkst du, was können? 750 für die Champions League, Jungs. 750 wäre sehr, sehr fresh. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob es Juve macht oder Barcelona macht. Und ich würde sagen, ich lade dich ein, ich hab Bock, let's go. Let's go. Also für Leute, die nicht wissen, was eine Eckball-Challenge ist, wir haben jeweils 10 Eckbälle und ja, wir müssen so viele scoren, wie es nur geht. Und dann die Differenz wird dann am Endeffekt vom Team abgestoßen. So, der erste Versuch hier. Ah, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Cuadrado ist auch ein bisschen schwieriger als mit Messi. Oh mein Gott, der kam extrem gut, Bro. Die war nicht schlecht, muss ich schon zugeben. Hey, der war extrem gut. Es sah lange Zeit aus, als würde der reingehen, aber doch nicht. Wonderful. Ja, ich dachte cool, dass der reingeht. Ja, okay, jetzt ist Messi dran. Boah, und jetzt habe ich eigentlich ein bisschen Angst. Vielleicht ein bisschen zu schwach, ja, tatsächlich. Ja, war zu schwach. Man kann immer auf diese Eigentore spekulieren. Das stimmt. Das ist so eine Strategie, dass man irgendwie halt einen normalen Eckball schießt so mäßig und dass dann der Verteidiger den irgendwie da reinmacht. Lange auch keine direkten Bälle mehr gemacht, so FIFA 20 ja. Ist nur das Ding tatsächlich. Warte. Lauf doch weiter. Noch mal Cuadrado, mach mich stolz. Mach mich stolz, Cuadrado. Mach mich stolz. Mach mich stolz. Gut, mach mich gut. Stolz. Ja, oh mein Gott. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Schade. War auch ein Cuadrado, macht die Dinge echt gut, muss ich sagen. Ja, ne? Macht eigentlich gut. Macht nicht schlecht, tatsächlich. Krass, Digga, wie er denn noch auf der Linie gekratzt. Da kommt gut. Oh mein Gott! Okay, irgendwie am Anfang sah der voll nice aus und dann irgendwie wurde der immer schlechter und immer schlechter. Meine Güte. Oh, aber ja, eben sowas meine ich. Wenn der Verteidiger da Tax macht, dann könnte daraus auch was entstehen, eventuell, aber in dem Fall leider nicht. Immer schwierig, diese Eckball-Dinger, ungelogen. Ja, aber die bocken auf jeden Fall, das macht Spaß. Ja, macht's auf jeden Fall weil die auch so Spaß. Schwierig sind. Komm, Messi. Oh mein Gott, was soll das? This guy. Das war echt gar nichts, Mann. Man guckt mit Augen groß und so. Weil er auf das Stadion geschossen hat. Keeper, der bleibt stetig. Das ist komisch. Ich schwöre auf alles, das ist sehr komisch. Davor war ohne Probleme, ich konnte die Keeper alle rausnehmen. Oh mein Gott, Mann! Ey, ich will da auch nicht rein. Also, die sind echt schwierig. Könnt ihr mal auch mal selber ausprobieren mit eurem Kumpel. Die Dinger sind echt schwierig zu machen, finde ich, oder? Ja, also in FIFA 20 war es auf jeden Fall deutlich einfacher. So. Also, da hat man öfter mal auf so eine Tore mal kassiert. Aber jetzt. Scheint ein bisschen genervt zu sein. Also es ist möglich, also wir sehen es ja, dass es möglich sein kann. Ja, der allererste von mir war der beste, das soll ich sagen. Boah, jetzt genau so musst du spekulieren. Boah! Oh mein Gott. Boost genau, jetzt fast ins eigene Tor, Digga. Genau ja. So musst du jemand spekulieren. Ja, genau. Dass dann jemand Eigentor schießt und so, dass es jemand wahrscheinlicher wirklich als mit Ecke so. Leider ehrlich. Komm, ich hab ein gutes Gefühl. Ich hab ein gutes Gefühl! Oh mein Gott, Digga! Das gibt's doch nicht, so, ne? Er klärt immer ohne Probleme. Wonderful! Immer so close, Mann.
Alter, komm, Eric, bitte. Bei mir ist es Eric, wenn das Spiel nicht zurücklaufen wird. Nee, nee. Richtig. Wohin aimst du denn? Ich sag dir, ich bin eher aktuell dran als du. Hallo? Bro, was ist das? Jetzt läuft. Ja, mach ihn irgendwie rein. Jawohl! Ey, immer die gleiche. Also du weißt, ich drück nichts, ne? Also die Annahme ist immer von FIFA so. Genau, also wir dürfen noch beim Eckball nichts drücken oder so. Also wenn der Ball dann reinkommt, dürfen gar nichts drücken. So, jetzt dein sechster Versuch. Komm, Messi. Also ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, aber ich glaube, du hast komplett verlernt. Wir haben ja eine FIFA 20 Challenge dazu auch schon gemacht. Da warst du deutlich besser. Das war aber das Ding passiert. Ich versuche es immer gar nicht mehr. Also, sonst hast du FIFA 20 auch so auf Joke mal immer direkt probiert. Tatsächlich. Oh, der kann, Let's go! 1-0, Digga. Ein Discard ist schon mal da. Falls du nicht gleich auch noch ein paar Eckbälle scoren solltest, wonderful, wunderschön. Ein Wort dazu mal. Was sagst du? Echt krass gedreht, Mann. Was zu gehen. Der war geisteskrank gut, Digga. Jetzt muss ich auf jeden Fall sowas ist immer sehr unangenehm. Ich sag ehrlich, Mann. Dieses, wow, du musst nachziehen und so. Jetzt hast du Druck, Brudi. Jetzt hast du Druck. Nee. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie Messi macht dir mal zu lange irgendwie, der zirkelt. Bei dir, der war genauso richtig smooth, direkt in die Mitte und so. Aber vielleicht ziele ich dir auch zu lange. Also vielleicht ziele ich dir zu lange ins Eck. Wer weiß. So, ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich hab sie jetzt raus. Scheiße für mich. Da muss Acuna auf jeden Fall einen zweiten Pfosten. Nein! Oh! Ich dachte, Benzema macht da noch was. Schadi. Messi! Oh mein Gott! Der war geisteskrank gut, Bro. Was war das denn, Digga? Was? Da war auf jeden Fall Glück dabei. Krass, krass. So, wir kommen zum vorletzten. Ich bin mir echt nicht sicher. Der vorletzte kommt. Gut, ja, der kommt gut, der kommt sehr gut, der kommt sehr gut! Come on, Cuadrado, let's go, Digga! Boom, Digga! Juve macht hier das Rennen gegen den Barca, hier nochmal in der Wiederholung. Wunderschön, schau dir das an. Keiner berührt mit dem Ball. Und da wollte man sogar noch klären und so, aber hat leider nicht funktioniert. Cuadrado, eiskalt hier zum 2-0-2 Discards und du hast nur noch zwei Versuche, Bro. Das ist sehr schwierig tatsächlich. Leute, Messi ist ja auf dem Spiel. Nicht zu vergessen. Einfach halbe Mille. Hä? Oh! Warte mal! Mit Fuß nochmal schießen und so. Das ist ehrlich zu viel. Mein Gott, das ist zu viel, Latte. Leute, ich bin ehrlich sehr unlucky. Egal was, es ist. Ich hab immer Pech, Digga. Latte? Und jetzt mache ich in den dritten Discard, ich mit weinen, bitte. Am besten Latte rein. Bitte Latte rein, bitte. Ey, Mo, ich spiele weg, ey. Hallo. Ich mach die doch weg. Was soll ich machen? Alle rein weg. Renn wieder rein. Okay. Also, wenn du nicht triffst, dann bleibst du bei zwei Discards. Aber zwei Discards wäre schon nice, auf jeden Fall. Ey, ich deine Taufen bewegen. Ich würde sagen, da waren schon ein paar Dinger mit dabei, die hätten auch gut reingehen können, so, ne? Ja, diese zwei Alu-Treffer safe. Nein. Schade! Let's go, 2-0, 2 Discards. Messi, oder? Da sehe ich mich drin, sag ich dir offen und ehrlich. Okay, alright, mein Team ist durchgemischt. Und ja! Hoffen wir mal auf jeden Fall, dass wir hier nicht allzu teuer abstoßen müssen. Okay. Wo würde Uncle Frederick seinen Messi hin tun? Also. Sag mal so.
Ich glaube, du hast nichts in die Offensive gestellt. Ich glaube, Offensive ist bei dir schwierig. Dann glaube ich, Verteidigung könnte was sein, aber vielleicht auch im Mittelfeld was. Boah, Digga, ich glaube, ich mache einen Risky. Ich sag schon mal den Torhüter. Und den Rechtsverteidiger. Ja, ich sag tschüss zu Ansu Fati, Digga. Oh mein Gott, nein. Doch. Ansu Fati und Aurier. Das ist geil. Ansu Fati geht einfach, Digga. Ohne Wenn und Aber. Ehrlich, mit Tränen und so. Ich bin traurig, ne? Ich bin sehr traurig. Ich weiß halt, wie gerne du diesen Fati gespielt hast, vor allem, weil du ihn halt die Sonne nie wiederbekommst, ne? Okay, Freunde der Sonne. Digga, schweren Herzens. Wir sehen es hier wirklich auf dem linken Mittelfeld. Tatsächlich Ansu Fati. Jetzt muss ich ehrlich tatsächlich sagen und ehrlich mit traurig sein und so. War ein guter Mann tatsächlich. So, hat seinen Job getan, war immer gut, war immer gefährlich und so. Und heute muss er leider gehen. Ich finde Fati auch seine Karte nach wie vor immer noch richtig, richtig gut, Mann. Ja. Pace, Shooting, Dribbling. Aber ich glaube, es riecht danach, dass ich wirklich Joao Felix einfach Play auf der Wand mache. Wir geben auf ganz entspannt ab. Team ist auf jeden Fall abgegeben. Ansu Fati ist definitiv weg. Kommt nie wieder. Nie wieder in meinem Leben. Aber ja. Ja, also wie gesagt, es ist schon ein bisschen bitter gerade für dich, weil es halt eine SPC-Karte ist und die du hattest, du glaube ich sogar in deinem Main-Team oder so. Ja, so auf der PS4 definitiv. Ja, keine Ahnung. Bitter, aber in dem Moment, warte mal. Lol, dann hat ja Barca in Barca Discard und Barca hat auch hier in dem Fall verloren, denke ich mal. Wer weiß, vielleicht verlieren die heute ehrlich. Keiner weiß. Aber noch ein Barca Discard hinten dran. Ja, Mann. Gut, ey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich glaube allein für den Discord, dass wir die Karte bei Angefallen wegen jetzt nie wieder bekommen werden, ist es, denke ich, schon ein Like wert. Deswegen lasst auch gerne darüber hinaus auch ein Abo da. Rückspiel gibt es auf dem Kanal von Angefallen und ich lasse meinem Gast die letzten Worte. Ja, auf jeden Fall korrekte Aktion heute mit Ansu Fati. Spaß. Naja, ich hoffe, dass Barca Real Life das besser macht auf jeden Fall, dass wir heute auf jeden Fall den Wind pullen, dass wir den Gruppenersten festigen können. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch oben, 750 Likes knacken. Gang, du weißt. Und Gefederic ist raus. Ciao.